Wir machen direkt weiter mit dem zweiten Thema. Mit dabei wieder alter Hase Alex. Und ja, man erkennt, es ist die gleiche Einstellung wie vom vorangegangenen Video. Wir haben es einfach nur geteilt. Die ersten Fragen waren hauptsächlich rund um Impfung, Impfzwang und Schadensersatz und so weiter. Und dann haben wir festgestellt, dass uns am Montag ganz viele Fragen mitgeteilt worden sind, die nichts mit Impfung zu tun hatten, wohl aber mit Schiffmann. So. Zu Schiffmann dürfen wir nur das sagen, was wir auch sagen dürfen und nicht das, was wir aus Mandatsgeheimnis nicht preisgeben dürfen. Da können wir mal sozusagen einen aktuelleren Stand geben. Die Frage war, wo ist das Geld und wieso sitzt PayPal immer noch da drauf? Wir wissen es nicht ganz genau, ob PayPal drauf sitzt, aber was wir wissen ist, die Staatsanwaltschaft hat einen Fokus auf das Thema. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, wo auch immer die Staatsanwaltschaft gemerkt hat, dass da Geld rumliegt. Und was wir gesehen hatten, war, es gab widersprüchliche Aussagen dazu, ob jetzt die Sperrung von der Staatsanwaltschaft oder nicht von der Staatsanwaltschaft initiiert war. Die Aussagen von PayPal und der Staatsanwaltschaft hatten sich ein wenig widersprochen. Ich persönlich vermute mal, dass vielleicht das irgendwo dazwischen war, weil PayPal beruft sich halt einfach auf seine AGBs, mit denen die sagen, ja, wenn es Beschwerden gibt, dann setzen wir uns erstmal ein halbes Jahr lang auf das Geld drauf. Und da sitzen die im Augenblick. Es gäbe Möglichkeiten, da etwas zu unternehmen. Also Herr Schiffmann könnte auch juristisch dagegen vorgehen, aber wir beraten ja nicht Herrn Schiffmann dabei. Ich persönlich glaube nicht, dass er die Kohle mitgenommen hat nach Tansania. Wenn er es getan hätte und dort ausgeben würde, dann hätten wir auf jeden Fall eine Strafbarkeit. Und die Staatsanwaltschaft hätte das mit Sicherheit auch schon gewusst, weil die fragen, glaube ich, gelegentlich mal bei PayPal nach, ob das Geld noch da ist oder nicht. Also vielleicht ist das ein bisschen zu naiv, da der Justiz so zu vertrauen. Und jetzt fokussiert die Kamera immer auf die Flasche, aber dann hast du ein schönes Bouquet im Gesicht. Doxing durch Schiffmann, das ist ein Fall, über den können wir was sagen. Was ist denn überhaupt Doxing? Doxing, ganz grob zusammengefasst, ist eigentlich die privaten Daten einer Person öffentlich zugänglich zu machen oder zu veröffentlichen gegen den Willen der Person. Ganz grob zusammengefasst. Genau. Also Doxing kein Rechtsbegriff, es gibt also keinen Straftatbestand für Doxing. Geregelt ist es und jetzt können wir einfach mal live ins Gesetz gucken, nämlich den 44. 42 hätte ich getippt, 42. BDSG, die Strafvorschrift mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und so weiter wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein zugänglich personenbezogene Daten in großer Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein, einem Dritten übermittelt oder auf andere Weise zugänglich macht. Und das Problem bei der Vorschrift aus dem BDSG ist einfach, es gilt nur für solche Daten, die nicht allgemein zugänglich sind. Und bei Schlauchboot-Fan war es so, dass die Daten nicht allgemein zugänglich waren, weil Schlauchboot-Fan mit einem Pseudonym unterwegs war und nicht mit Klarnamen. Und bei Wolfi, der jetzt gedoxt wurde, wo Schiffmann wohl seine personenbezogenen Daten verbreitet hat, da haben wir Daten, die ganz normal in einem Impressum standen. Das könnte dazu führen, dass man mit dem 42 BDSG diesen Fall nicht bearbeiten kann. Gleichwohl stellt sich die Frage, sollte das strafbar sein? Und da hat das Justizministerium schon einen Entwurf gemacht, um Doxing tatsächlich unter Strafe zu stellen, mit anderen Voraussetzungen. Das Rechtspolitik ist in keinem Wahlprogramm, soweit ich gesehen habe, enthalten. Hast du eine Meinung? Brauchen wir zusätzliche Strafbarkeit von Doxing? Vor dem Hintergrund, dass der 42 sehr eng gefasst ist, glaube ich schon. Und vor dem Hintergrund der, also gut, auch das ist wieder rechtspolitisch oder wie, wann brauche ich welches Gesetz? Ich glaube schon, dass wir in der heutigen Zeit personenbezogene Daten oder das Veröffentlichen gegen den Willen personenbezogener Ja. Daten härter bestrafen sollten. Es ist eine politische Frage, aber man muss einfach sehen, die jetzige Lage ist so, da ist ein Bodo Schiffmann, der ruft dazu auf, irgendetwas zu tun. Also er hat jetzt nicht dazu aufgerufen, ihn umzubringen oder irgendwas ihm Gewalt anzutun, aber diese Veröffentlichung war verbunden mit einem Aufruf, guck mal, das ist der dafür gesorgt hat, dass das Geld von PayPal eingefroren ist. Was wir dabei auch wohl haben, ist möglicherweise ein 186 StGB. Ne? Also durch die Behauptung, Wolfi habe dafür gesorgt, dass das Geld jetzt von PayPal
eingefroren wird, was wohl nicht der Wahrheit entspricht. Also ich glaube nicht, dass dieser YouTuber dafür kausal war. Hat er natürlich sozusagen den Zorn, den Ärger auch angestachelt. Das wiederum kann strafrechtlich relevant sein als üble Nachrede. Wenn ich habe mit Hate Aid ein Gespräch dazu gemacht, das haben wir, glaube ich, nie veröffentlicht, aber da haben wir uns über den Entwurf mal unterhalten. Ich glaube, Legal Tribune Online oder Taz hatte mal kritisch das beleuchtet, wie der Entwurf zu sehen ist. Ich glaube, es ist in die richtige Richtung geht, es zu regulieren. Ob es der Weisheit letzter Schluss ist, muss man sich im Detail nochmal anschauen. Aber es ist ein ganz guter Überleitungspunkt zum nächsten Punkt. Das, was in Hamburg los war oder los ist, mit dem Twitter-Shitstorm, der sich daran angeschlossen hat, Pimmelgate würde ich es ganz, ganz unverblümt nennen. Die Frage oder der Sachverhalt dahingehend ist, dass ein Innensenator oder der Innensenator Hamburgs, du bist ein Pimmel und eins als Zahl geschrieben, zur Anzeige gebracht hat. Genau, zur Anzeige gebracht hat und daraufhin die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung ins Leben gerufen hat, sozusagen. Also die Staatsanwaltschaft hat es beantragt, genau. Die Polizei hat es dann durchgeführt. Der Innensenator ist der Chef der Polizei. Ja. Und da fragt man sich so ein wenig, ist das so ganz normal, dass bei einer Beleidigung Hausdurchsuchungen durchgeführt werden? Du hast schon einige Beleidigungen zur Anzeige gebracht. Wir vertreten da einen Mandanten, der seine Arbeitnehmer schützt, die sehr häufig Gegenstand von Beleidigungen sind. Wie viele Razzien, Hausdurchsuchungen hast du schon auf diese Weise erlebt oder veranlasst? Eine tatsächlich. Und ich habe das subjektive Gefühl, dass es mehr wird. Und dass auch die Beleidigungsdelikte Grund für Durchsuchungen oder Beschlagnahmen etc. werden. Das ist jetzt interessant. Also normalerweise ist bei Pimmelgate Gut und Böse klar abzugrenzen. Die Polizei, der Innensenator ist jetzt hier der Böse und der Beschuldigte ist das Opfer. Siehst du es auch so? Ich sehe das, glaube ich, naturgemäß neutraler und differenzierter, weil Juristen sind immer neutral, das ist gut so. Naja, sie behaupten zumindest neutral zu sein. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge, die getrennt werden müssen. Dass er das zur Anzeige bringt wegen Beleidigung, ist die eine Sache, die auch vollkommen nachvollziehbar ist. Eigentlich legitim. Lass uns das kurz mal festhalten. Die Strafanzeige sagt ja im Grunde genommen, hier ist was passiert. Liebe Staatsanwaltschaft, prüf mal, ob das strafbar ist und wenn ja, verfolg es. Genau. Und wenn er einen Strafantrag stellen will. Es gibt Politiker, die sagen, ich mache das gar nicht. Ich lasse das über mich ergehen. Da gibt es zum Beispiel so eine Bundeskanzlerin, die erstattet anscheinend nie Strafanzeige, obwohl sie ständig verleumdet, beleidigt und so weiter wird, sagt, nö, da stehe ich drüber, juckt mich nicht. Mhm. Der hat es anders gesehen. Genau, und das ist auch sein gutes Recht und halte ich auch vor dem Hintergrund der Verrohung, sage ich mal, oder was stellenweise los ist, für nachvollziehbar. Und das ist die eine Sache, ich glaube, das kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Die Frage ist, ob man eine Hausdurchsuchung wegen dieses einen Satzes dann durchführt, ist die andere Frage. Aber ich glaube, das ist auch wieder eine Wertungsfrage. Und ja, betrachten wir das doch mal. Also, wir sind jetzt nicht die Ersten, die es gemacht haben. Da gibt es vom Kollegen Solmecke ein Video, was ziemlich gut ist. Manchmal, ich hoffe, ich trete mich zu nahe, ist er sehr spontan. Bei diesem Video fand ich, dass er sich wirklich Mühe gegeben hat, das einzeln aufzudröseln. Deshalb will ich den Teil nicht wiederholen. Also er kommt, Solmecke, zu dem materiellen Ergebnis, dass keine Strafbarkeit vorliegt, weil die Beleidigung, die Äußerung noch nicht so schlimm ist mit der Absicht, den anderen in der Ehre herabzusetzen, weil Humor noch eine Rolle spielt und weil Pimmel nicht so schlimm ist wie andere Schimpfwörter, die man da verwenden könnte. Also da gibt es so eine Abstufung quasi, Fäkalvokabel am schlimmsten, Geschlechtsteile sind auch schlimm, aber nicht ganz so schlimm, männlich-weiblich unterschieden und so weiter. Und dann spielt die Eins eine Rolle. Warum eigentlich die Eins? Musst du jetzt den über 40-Jährigen erklären, warum das mit Eins Pimmel anders zu bewerten ist, als wenn er ein Pimmel geschrieben hätte? Ich glaube, das ist einfach ein Auswuchs, klingt negativ behaftet, eine Form von einer bestimmten Sprache. Ich glaube, wenn ich jetzt Jugendsprache sage, klingt das auch schon seltsam. Ja, mit deinen fast 30. Mit meinen 30. Oh, genau 30. Genau 30. Aber es ist eine Zeit lang sehr bekannt und sehr berühmt gewesen in sozialen Medien etc. mit dieser, ich glaube, es nennt sich Fong-Sprache.
so zu schreiben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man in die Äußerung mit in Betracht ziehen muss. Heißt natürlich nicht, dass in dem Moment, wo ich 1 statt, also wo ich ein Zahlenwort verwende, dass ich dann nicht mehr mich strafbar mache. Aber worum es hier geht, und Solmecke hatte das auch gut problematisiert, dass es einen näher bringt in die Satire oder Ironie, dass also die Beleidigung nicht unbedingt nur an allererster Stelle als Motiv stand. Aber die andere Frage, jenseits vom Materiellen, ist ja, ob eigentlich die Durchsuchungsmaßnahme gerechtfertigt war. Also die StPO sagt, wenn hinreichender Tatverdacht besteht, dann darf man durchsuchen. Und die StPO kennt jetzt für sich genommen keine Abwägungsgründe. Sie stellt immer auf die Frage ab, habe ich einen hinreichenden, einen dringenden und so weiter Tatverdacht? Also war es oder war es nicht? Und der war gegeben, weil der User hatte sogar kurz vorher sogar angegeben, ja klar war ich das oder könnte sein, dass ich es gewesen bin. Bin ich ganz sicher, was er gesagt hat. Aber das ist auch nicht das Kriterium, was man sich ja fragt. Und das ist ja das, was man als mit gesundem Menschenverstand versehener sich fragt, steht das denn im Verhältnis, eine Beleidigung auf der einen Seite und eine Hausdurchsuchung auf der anderen Seite? Und jetzt sagst du, das ist jetzt nicht das erste Mal, das passiert schon durchaus mal. Bedeutet nicht, dass es dadurch in die eine oder in die andere Richtung gehen muss. Was ich mich aber vorgelagert frage, ist, ob die Person oder der Beschuldigte oder Angeschuldigte bereits bekannt war. Mhm. Und ob diese Durchsuchung und die Sicherung des Mobiltelefons oder des Endgeräts, Laptops, Computers überhaupt notwendig war. Oder ob man das nicht mit milderen Mitteln durchkriegt. Und schon wieder sind wir in der ganz normalen Verhältnismäßigkeitsprüfung, nämlich erstens, ist es geeignet? Ist es geeignet, was zu finden? Ja, würde man sagen, daran scheitern wir nicht. Aber die zweite Frage ist, war es erforderlich? Hätte ich auf andere Weise auch herausfinden können, wer es war? War diese Hausdurchsuchung erforderlich, um den Täter zu ermitteln? Wenn ich ihn wusste, war es nicht erforderlich. Wenn ich es auf andere Weise leichter hätte ermitteln können, wäre es wahrscheinlich auch nicht erforderlich gewesen. Man kann sich fast fragen, hey, ist das hier eigentlich eine Bestrafungsaktion gewesen, da mit den 6 Leuten reinzumarschieren oder zu stürmen, insbesondere bei einer unbeteiligten Person. Es war ja nicht einmal eine Durchsuchung beim Beschuldigten, sondern bei einer anderen unbeteiligten Person, wo die Anforderungen der StPO eigentlich sogar höher sind. Eigentlich hätte man da sagen müssen an der Tür, Moment, der Twitter-User wohnt hier nicht, wir holen uns mal einen anderen Durchsuchungsbeschluss. Ich frage mich, mit welcher Berechtigung die eigentlich dann noch weiter reingegangen sind, nachdem sie da die andere Person angetroffen hatten und wussten, da sind Kinder, die waren jetzt auch nicht die Twitter-User. Kann man sich durchaus fragen. Das Bundesverfassungsgericht hat die StPO ein wenig erweitert und tatsächlich gesagt, dass es eine Abwägung auch gibt zwischen den Strafverfolgungsinteressen und dem Delikt, was da im Raum steht. Und was ich jetzt verwunderlich finde, ist ja der Whataboutism. Also damit eigentlich völlig unqualifiziert, aber man fragt sich natürlich, es gibt so viele Beleidigungen, wo die Polizei nicht einmal sich die Mühe macht, einen Vorladungsbogen zu schicken und hier marschieren sie rein. Könnte es sein, dass ein Innensenator vielleicht etwas gleicher vor dem Gesetz ist? Und jetzt ist natürlich eigene Betroffenheit kein gutes Beispiel. Ich bringe es aber trotzdem, als ich eine Bedrohung angezeigt hatte, weil jemand mir gesagt hat, das ist ein anderes Video, weil er nicht wollte, dass ich gegen Facebook vorgehe. Da hatten die Polizeibehörden in Berlin gesagt, also wegen einer Bedrohung, so einer Morddrohung gegen dich und Familie, können wir doch jetzt hier nicht eine Hausdurchsuchung machen. Und dann in dem Kontext denke ich mir, das ist irgendwie nicht das gleiche Maß. Aber so ist das in der Justiz, da wird nicht immer mit dem gleichen Maß gemessen. So viel zu Pimmelgate. Beleidigung wahrscheinlich nicht gegeben, Verhältnismäßigkeit fragwürdig und die Erfüllung der StPO-Voraussetzungen für eine Durchsuchung beim Beschuldigten wahrscheinlich objektiv nicht gegeben. Gehen wir durch die anderen Themen kurz mal durch. Ich habe das eine so nachgeschrieben. Bezeichnung als kriminell bei Verurteilung unter 90 Tagessätzen. Da schreibt mir ein Twitter-User, er kennt jemanden, der hat seine Lebensgefährtin körperverletzt, wurde verurteilt zu weniger als 90 Tagessätzen. 90 Tagessätze ist die Grenze im Bundeszentralregister gesetzt. Wer zu weniger als 90 Tagessätzen verurteilt wurde, kriegt keinen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis. Er hat wohl einen Eintrag im Zentralregister. Also man sieht natürlich, dass er verurteilt wurde. Er ist verurteilt. Er ist auch vorbestraft. Insofern ist die Information, jemand ist kriminell verurteilt worden, an sich richtig.
Und da könnte man jetzt verweisen wieder auf unseren Rechtsstreit mit Herrn Weber, der mir verbieten wollte, zu erwähnen, dass er verurteilt wurde, ohne gleichzeitig zu sagen, dass er eine Berufung anhängig hat. Dummerweise, die Berufung ist ausgegangen, es kam jetzt die siebenfache Strafe raus, also hat auch nicht so gut funktioniert. Vielleicht geht er jetzt tatsächlich noch zum BGH, da müssen wir aber erstmal das GVG dafür ändern. Also darf ich sagen, der Typ ist kriminell. Jetzt klingt jetzt alles danach, als dürfte man es sagen. Und die Antwort kann trotzdem sein, es kommt drauf an. Weil bei jemandem zu sagen, der ist kriminell, der ist verurteilt worden, ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung möglicherweise. Kommt also auf den Zusammenhang an. Denn da gibt es durchaus die Wertung, wenn jemand zu weniger als 90 Tagessätzen verurteilt ist und es auch verschweigen darf, sich als unverurteilt ausgeben darf, dann sind die Anforderungen, um das dann doch offenzulegen, etwas höher. Presserecht, aber ist ein eigenes Thema. Kommt also darauf an, wie sich die Person selbst verhält. Also den darf ich nicht einfach so doxen, als der ist verurteilt worden. Mhm. Es sei denn, es ist ein öffentliches Thema. Und dazu auch das Thema, darf ich über jemanden sagen, er ist korrupt? Da ging es um Politiker. Korrupt ist kein Rechtsbegriff. Wir haben das Problem schon öfter gehabt in unserer Praxis. Jemand hat gesagt, der XY ist ein Betrüger oder das ist Betrug. Und Betrug ist ein Straftatbestand, 263 StGB. Wenn ich sage, Alexander hat einen Betrug begangen, dann muss ich auch nachweisen, dass er dafür verurteilt wurde. Ich kann nicht einfach sagen, der Alexander ist ein Betrüger. Ich darf auch nicht sagen, er ist ein Räuber oder ein Mörder, wenn nicht der Straftatbestand tatsächlich auch verwirklicht worden ist. Das ist jetzt der Unterschied zwischen Betrug und korrupt. Jetzt kommt natürlich die Gegenfrage, darf ich dann sagen, er hat eine Bestechung begangen, wenn er sie begangen hat, aber genau darauf kommt es eben an. Ich muss dann nachweisen, dass wirklich diese Straftat begangen worden ist. Unschuldsvermutung, Verurteilung dafür erforderlich. Ich kann nicht einfach eine Straftat in den Raum stellen. Korrupt hingegen kann eine Meinungsäußerung sein. Ich kann sagen, der Alexander ist unkreativ oder er ist blöde, das könnte eine Beleidigung sein, verhält sich korrupt. Das ist eine Meinungsäußerung, die nicht dem Beweis zugänglich ist, weil es eben kein Straftatbestand ist. Boah, jetzt habe ich ziemlich lange am Stück geredet. Ich dachte, dieses Format soll dadurch leben, dass du sagst, alles Quatsch. Shitstorm gegen Unternehmen. Was mache ich, wenn auf Google Places, heißen die mittlerweile, glaube ich, aufgerufen wird zu negativen Bewertungen, zum Beispiel, weil ein Unternehmer sich an Corona-Maßnahmen hält und seine Kunden finden das nicht gut und dann versucht man, den fertig zu machen mit Bewertungen. In der Praxis ist es häufig so, dass gar nicht so viel passiert, weil Google diese Bewertungen und auch die Love-Storm-Bewertung irgendwann rausnimmt, weil für Google ist das auch nicht lustig, wenn ein Restaurant auf einmal 500 Bewertungen zur Corona-Politik bekommt und nur 5 davon sich aufs Essen beziehen. Man kann da gegen Google vorgehen und sagen, hallo, das sind lauter unsachliche Bewertungen, nehmt die bitte raus. Und tatsächlich, das passiert, die nehmen die Dinge raus. Kann man dagegen vorgehen, gegen Meinungsäußerungen schwer, wenn ein anderes Unternehmen dazu aufruft, schon eher, weil das dann Wettbewerbsverstoß ist. Aber der bessere Weg ist eigentlich, über die Bewertungsportale vorzugehen. Zivilrechtlich gegen den Aufrufenden, Boykottaufruf, denkbar, 242 oder 826 BGB könnten da mögliche Anspruchsgrundlagen sein. Unerwünschte Wahlwerbung. Ja, neulich hatte ich so einen Flyer von der AfD im Briefkasten und habe in der Kanzlei gefragt, wer hat Lust, meine einstweilige Verfügung zu beantragen. Hatte keiner Lust, die Verfügung zu beantragen, weil gerade keine Zeit ist. Sonst hätten wir es mal ausprobiert. Das wäre der Weg gewesen. Ne? Also ja. Besitzstörung, Klassiker eigentlich. Gilt für Wahlwerbung genauso. Man hätte problematisieren können. Gilt das für Produktwerbung genauso auch dann für Wahlwerbung? Ich habe es nachgelesen, ja, würde genauso gehen. Gilt für Wahlwerbung vor allem mit keine Werbung, Schild genau. Am Briefkasten. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wahrscheinlich der entscheidende Punkt, den das Bundesverfassungsgericht auch aufgreift, 2011 glaube ich sogar aufgegriffen hat, indem es gesagt hat, Parteienprivileg gilt in diesem Fall nicht, weil auch Wahlwerbung in dem Fall Werbung ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Also vielen Dank für die Ergänzung, weil ich habe vergessen zu sagen, ich habe so einen Zettel, so einen Aufkleber drauf, bitte keine Werbung und bei der Anfrage ebenfalls unerwünschte Wahlwerbung, wenn es erkennbar ist. Und man hätte ja auf die Idee kommen können zu sagen, Wahlwerbung ist privilegiert, ist sie nicht. Man kann es also abmahnen, eine einstweilige Verfügung beantragen, Kosten verursachen und dagegen kann man sich wehren, wenn man Lust hat. Mhm. Boah, die letzte Frage, was dürfen Wahlbeobachter
Du schaust so wissend im Sinne von. Nee, im Gegenteil. Tatsächlich sehr spannend, habe ich mich noch nicht tiefergehend mit befasst, sondern nur das, was man so in der Tagespresse mitkriegt mit Wahlbeobachtern der OSZE. Das ist so das, glaube ich, aber Wahlbeobachter allgemein, was die rechtlichen Voraussetzungen sind oder die Rahmenbedingungen, habe ich mich nie näher befasst. Jeder Bürger darf die Wahl beobachten, aber er darf beobachten, nicht rein sagen, hey, den Zettel bitte nochmal zählen, er darf nicht Einfluss nehmen. Er kann einfach nur beobachten und feststellen, diese Partei wird immer doppelt gezählt. Das finde ich ja sehr interessant. Das kann er dann beobachten und später wiedergeben, kann auch was unternehmen, aber nicht im Wahllokal. Und er muss sich wahrscheinlich auch an Hausregeln halten. Also er darf nicht mit der Fanfare einmarschieren. Und wenn Maskenpflicht besteht, dann wohl auch eine Maske tragen. Dürfte ich dann am Wahltag mich einfach in dieses Wahllokal, wenn ich mich an das Hausrecht halten würde, einfach daneben stellen oder sonstiges? Also im Grundsatz ja. Die einzelnen Ausgestaltungen, ob man sich anmelden muss oder ob man einfach reinmarschiert, das kann man auch mal beim örtlichen Wahlleiter erfragen. Aber das Recht ist garantiert und es muss auch gewährleistet sein. Also wenn du heute den Entschluss fasst, ich gehe jetzt hin und werde Wahlbeobachter, dürfen dir keine Steine in den Weg gelegt werden. Zum Beispiel dürfte man nicht sagen, es dürften nur Geimpfte rein. Weil wenn du sagst, ich will Wahlen beobachten, aber ich will nicht geimpft sein, dann muss es eine Möglichkeit geben, dich zuzulassen. Ob man dich dann in den Raumanzug stellt oder hinter Plastikwände oder dergleichen, das ist dann nochmal eine andere Frage, aber es muss gewährleistet sein. Da war in Twitter die Frage, darf ich Leute, die dann doch stören, rauswerfen oder muss ich die Polizei dazu rufen? Da hängt es davon ab, wer das Hausrecht ausübt. Tatsächlich der Wahlleiter vor Ort braucht die Polizei nicht dafür, es sei denn, er fühlt sich nicht kräftig genug. Also er kann die Polizei holen, aber das Hausverbot aussprechen darf derjenige, der das Hausrecht hat. Und in dem Moment, wo ich sage, so, bitte verlass das Haus und der andere bleibt, dann begeht er ein 123 StGB, Hausfriedensbruch, eine Straftat. Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr ist nicht das schlimmste Delikt, was es gibt, aber immerhin eine Straftat, wenn man schon vorbestraft ist, wie zum Beispiel Herr Weber es wäre, wenn er Rechtskraft jetzt eintreten lassen würde, kann dazu führen, dass dann eben eine höhere Strafe dabei entstehen würde. Polemik. Es war nicht so sachlich. Okay, Alex hat auf den Buzzer gedrückt. Okay, zu dem Thema Hallo Meinung machen wir dann eigene ganz objektive Videos oder sehr polemische Meinungsvideos, die aber als solche erkennbar sind, ohne das hier einfließen zu lassen. Okay, danke fürs Korrektiv. Und dann sind wir auch schon mit dem zweiten Teil des Videos durch. Wahnsinn. Ja, siehst du, gar nicht so schwer. Und ja, jetzt bin ich gespannt, viel gesagt, ob das jetzt interessanter ist, als wenn ich in der Hälfte der Zeit einfach nur einen Vortrag darüber halten würde. Also, wenn ihr es gut fand, schreibt es in die Kommentare und versucht, Alex zu motivieren, auch beim nächsten Mal dabei zu sein. Danke mehr dir. Zu sagen. Danke.